Es ist einer seiner seltenen öffentlichen Auftritte. Irans oberster geistlicher Führer, Ayatollah Khamenei, bei der Abschlussfeier einer Militärakademie. Khamenei nutzt die Veranstaltung, um sich erstmal zur Außenpolitik der neuen iranischen Regierung zu äußern. Präsident Rouhani bemüht sich derzeit um eine Lösung im Atomstreit mit dem Westen. Vergangene Woche warb er vor der UN-Vollversammlung für eine konstruktive Zusammenarbeit. Er unterstütze die diplomatische Initiative der Regierung, sagt Khamenei, auch deren Bemühungen bei den Vereinten Nationen. Allerdings, einiges von dem, was in New York passiert ist, sei nicht angemessen. Ins Detail geht Khamenei nicht. Möglicherweise zielt seine Kritik auf das Telefonat zwischen Rouhani und US-Präsident Obama. Dieses war von den Hardlinern im Iran, allen voran den Revolutionären Garden, allzu weitgehend verurteilt worden. Auch Khamenei greift die USA an. Er sei den Amerikanern gegenüber skeptisch und schenke ihnen kein Vertrauen, so Khamenei. Die amerikanische Regierung sei nicht vertrauenswürdig, sie sei hochmütig und uneinsichtig und breche ihre Versprechen. Khamenei ist der mächtigste Mann im Iran. Er ist Oberbefehlshaber des Heeres, bestimmt die politischen Leitlinien. Und das Atomprogramm untersteht seiner Kontrolle.